Dieses Jahr ist nicht ganz so gut gelaufen. Schauen wir, wie es im nächsten Jahr, in diesem Jahr, nächstes Jahr bei der Tour de Ski läuft. Magda Genuin, Mariana Longa, Silvia Rupi und bei den Herren Valerio Checchi, Roland Clara, Giorgio Di Centa, Madoka Natsumi und als Mannschaftskapitän Hideo Okamoto. Der Japan ist zum ersten Mal bei der Tour de Ski dabei und sie wollen natürlich jetzt erstmal reinriechen und das Beste geben, um möglichst gut abzuschneiden. Good luck to Japan! Ja, viel Glück unseren Japanern! Therese Juhauk, Marte Christoffersen, Sarah Svensson und bei den Herren Roger und Jupik, Snorri Einarsson, Thor Asle, Jerdalen, Peter Nordtug, Simon Östensen, Christian Tetti, Renemo und als Mannschaftskapitän hier ganz am linken Rand, Orge Skissart. And I think you're heading for the first this time. Two out of three races in Oberhof last year. What's this year? I hope to fight in the top tomorrow and on the Saturday, so I'm just looking forward to start now. Just a question of conscience. What is more important for you this season? The Tour or the Oslo Home World Championships? For sure, the Oslo World Championships. You just have once in a lifetime Tour de Ski you have every year, so this year I have to rank the World Championships before Tour de Ski. Valentina Novikova, Larisa Shaidurova, Julia Cekaleva und Julia Kirkonova und bei den Herren am Start Alexander Wiesmierfeld, Ilya Cherneusov. Ah, jetzt gibt's Gruppengespräche. Ja, jetzt bin ich ja Paruski. Ja, du, 3 Minuten. Am Start, meine Damen, Vesna Fabian, Barbara Jezerschek und die Siegerin im Sprint im vergangenen Jahr, Petra Majdic. Ivan Rudac als Team-Captain. Okay, denn wir wissen alle, liebe Zuschauer, sie hat bei Vancouver bei der Olympiade mit 5 gebrochenen Rippen die Bronzemedaille im Sprint geholt, Petra Majdic. Petra, last year, second in the overall, first in the sprint on the Tour. What's going to be the podium this year for the Tour? I sign immediately if it will be the same as last season, but opposite. You know, I can be the second in a sprint, but I could win overall. This would be really, really nice present for me. Wie gesagt, ganz kurz übersetzt noch, letztes Jahr war sie zweite im Gesamtklassement, erst im Sprint. Sie hätte es dieses Jahr gerne umgekehrt und das wäre ein schönes Geschenk, was ich jetzt noch... It's a Christmas present, ne? Ja. Als verspätetes Weihnachtsgeschenk oder als Neujahrsgeschenk wünscht. Dario Colonia, Remo Fischer, Toni Liefers und Kurtin Perl. Sarah Lindborg, Maria Rüschwitz und bei den Herren Markus Hellner, Emil Jönsson, Johan Olsson, Daniel Rickardsson. Und dann geht bei den Damen an den Start Lucia Anger, Steffi Böhler, Helene Jakob, Dennis Herrmann, Anna Kolf. Wir haben noch Evi Sachenbacher, Stehle, Sandra Ingwald, Karen Zeller. Und bei den Herren sind dabei Tobias Angerer, Thomas Bing, Lukas Bögel, Hannes Dotzler. Sebastian Eislauer, Jens Fülbrich, Franz Göring, Andreas Katz. Jens, ich bin sicher, dass ihr euer Bestes gebt, wenn es in Oberhof zum Start dieser Tour de Ski geht. Was habt ihr euch so richtig vorgenommen? Gibt es auch schon ein paar Pläne innerhalb des Teams?
Ja, wir wollen natürlich zu Hause vor heimischem Publikum hervorragende Leistung abliefern, speziell morgen im Prolog gut in die Tour de Ski starten, um auch eine gute Ausgangsposition zu haben für den zweiten Wettkampf. 50 Kilometer klassische Verfolgung, das ist natürlich ein Riesenrennen, da kann man sich ganz nach vorne laufen. Athleten, ihre Trainer, ihre Bandleader, die Offiziellen und natürlich vor allem Sie, liebes Publikum, hier in Oberhof zur Tour de Ski 2010-2011. Gleich zum Wettkampf um 11.50 Uhr. Ich habe extra meine Sonnenbrille angezogen, damit Sie sehen, ich war heute hier auf Sonnenschein vorbereitet. Hat leider nicht ganz funktioniert. Kann auch daran liegen, dass meine Kollegen, unsere Sportkommentatoren hier in der DKB Ski Arena, Marco Rühl und Jürgen Treber. Alles so ein bisschen eng zusammen, aber vorne die Justina. Ich möchte mich bedanken bei dem Publikum heute und gestern und auch bei den vielen Helfern, die es ermöglicht haben, hier nach den großen Schneefällen nicht nur den Unrat im Wald wegzuräumen, sondern was wir kaum für möglich gehalten haben, die einigen tausend Kubikmeter hier von den ganzen Tribünen zu schaufeln. Da haben sie uns nicht nur in der Trainingsgruppe, sondern auch in der ganzen Mannschaft zum,
zum Staunen gebracht und dafür möchte ich mich bedanken. Und ich denke, es ist alles präpariert für den Biathlon-Weltcup. Wir machen uns jetzt weiter nach Oberstdorf und geben unser Bestes bei den restlichen Etappen.